Servus, Freunde. Wir grüßen euch so langsam mal ein und ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Intro. Moin Leute, willkommen hier auf meinem Kanal. Ihr habt ja eben das Intro gesehen, wir haben uns so langsam eingekuft in die ja, etwas chillige Musik. Und zwar sind wir heute bei Vegas Crime, wie Simulator, wie auch immer ich das aussprechen soll. Wir Hupe. Ja. Nee, lange Rede, kurzer Sinn. Gibt wieder mal ein neues Spiel auf meinem Kanal. Und schwer zu erkennen, ne? Ich hab gedacht, es gibt schon dreimal am Tag. Nee. Ja. Ich habe es gedacht, ich lade es mir runter, weil es hat so ein bisschen die Anmachung wie GTA 5. Vice City, San Andreas, Liberty City und ihr kennt ja bestimmt den ganzen Chosenkram. Deswegen, es hat mich einfach mal neugierig gemacht und wir werden das jetzt zusammen testen. Ich zeige euch das Spiel und ihr könnt mir dann mal ehrlich eure Meinung dazu geben. Ich muss das mal kurz anspielen, weil ich eigentlich eine Aufnahme gemacht habe, aber lediglich dann sich das Spiel so dermaßen aufgegangen hat, dass mein Handy überhaupt nicht mehr ging. Ich muss das komplett neu starten und da ist gar nichts mehr passiert. So, die Musik läuft immer im Hintergrund. Wir haben, ihr seht rechts, aber hier Waffen und sowas. So, wir haben es überlebt. Die scheiß Werbung. Ich hasse das ja so dermaßen, ja. Das geht immer gar nicht so. Nee, rollen zurück. Quests haben wir keine. Gut, zurück zum Spiel. Wir können uns halt einfach hier hin und her bewegen und ja, irgendwie können wir hier hauen und sowas machen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier das Fahrrad verwenden können. Steigst jetzt mal drauf? Ja, Bike. So, da fahren wir halt mal eine Runde Fahrrad. Ich stelle euch mal kurz, wie fährt denn er, Alter? Wie ein Stock im Arsch. Ja, ich zeige euch mal, vor allem wie realistisch das Lenken ist. So, ich zeige euch einfach mal so ein bisschen jetzt hier mal was und ja. Verkehrsregeln müssen wir ja eh nicht beachten. Ist das auf die Schnauze gefallen? Ist der doof? Ach komm, wir nehmen das Motorrad, es geht schneller. Hallo? Wer schießt denn da nur? Was ist denn das? Und gleich das erste Mal gestorben. Also ja, sind wir sehr weit. Ach, hier sind wir ja sehr weit gekommen in diesem Spiel. Gleich beim ersten Mal schon gestorben. Ich meine, das ist auch recht komisch gemacht hier mit der. Weil ich bewege mich hier sichtmäßig hin und her und habe nichts, was ich machen kann. Ja, was natürlich nervig ist, wenn wir gestorben sind, wird natürlich gleich wieder Werbung eingeblendet. Das ist ja bekanntlich wieder mal nichts Neues vom Play Store. Jeder versucht da irgendwo so einen Scheiß dann einzupacken und es ist einfach nur nervig. Hier können wir einmal einen Energiepunkt, schon mal gut zu wissen, falls wir wieder mal sterben. Oh, was haben wir hier? Machen wir gleich eine Mission oder machen wir gleich, ne, ich zeige es euch erstmal. Ich zeige euch erstmal ein bisschen was, weil ich weiß ja selber hier noch nicht, wie was funktioniert. Ich sehe schon wieder eine Rampe, da habe ich wieder Scheiß im Kopf. So, mal ausprobieren. Naja, die Lenkung ist jetzt auch nicht mehr so das prickelnde. Oh, ein Skaterpark! Kommst du da rein? Das war mir wieder klar. Ich hab Scheiße in der Birne. Juhu, komm, wir machen Blödsinn. Juhu, es klappt sogar. Wir sind kleine Kinder, yippie! Bruch. Ja, willkommen hier zum Scheißebausimulator. Nein, Spaß. ich werde das, wie gesagt, einfach mal ein bisschen zeigen hier. Ey, ich wollte Gas geben. Ich hoffe, das ist auch jetzt von der Musik her nicht so laut, ansonsten müssen wir es dann mal ändern. Aber es ist eigentlich. Yippie! Und jetzt? Bleibt das Auto halt stehen, mir egal. Ach, Google. Hat sich von alleine wieder gedreht. Aber ist Quant. Komm, steig mal ein hier. Was passiert denn eigentlich? Ich oben drauf drücke. Sehen wir, ob ihr dann doch lieber die Werbung mitsehen wollt. Oder eher nicht. Wir haben gerade irgendwie $300 verdient. Keine Ahnung warum und wofür, weswegen. Aber es ist halt einfach mal so. Keine Ahnung warum. Ja.
Wir fahren hier irgendwie durch die Pisten und wissen nicht, was wir machen sollen. Ich wollte euch eigentlich was zeigen, aber jetzt hänge ich hier irgendwie in dem Skaterpark fest. Juhu! Yeah. Der war gekonnt. Oder auch nicht. Weg dem Tisch, braucht kein Mensch sowas. Ach Mann, immer dieses blöde Haus hier. Leck mich doch. Ja, was ich euch noch fragen wollte, wollt ihr eigentlich die Werbung sehen, die da in den Spielen immer erscheint hier oder eher weniger? Schnell aussteigen. So, ja, wir haben wieder mal für nichts zu Geld bekommen, mussten uns natürlich wieder mal eine Werbung anschauen. Es ist einfach nur nervig, ich muss es immer wieder sagen, wenn ihr da so, solche Spiele entwickelt oder so, dann lasst doch bitte die Werbung weg. Klar sind die Spiele kostenlos, ihr wollt auch damit irgendwo was verdienen, aber doch bitte nicht bei jedem, wirklich bei jedem Ding oder bei anderen Spielen, wo man Level machen spielen muss, dann erstmal bei jedem Level 30 Sekunden Werbung da reinzupacken. Ja, das ist wirklich echt nervig. Ich meine so, vom Spiel her ist es bis jetzt eigentlich schon recht gut. Wir sehen dann ein pinkes Auto. Braucht kein Mensch eigentlich, aber egal. Ja. Ich finde es eigentlich so von der Grafik her recht schön gemacht, also jetzt von den Himmeldetails und so. Oh, hier gucken wir, den klammern wir uns jetzt. Wir sprinten? Ja, hier. Über den. Ich verfolge dich, jo. Ich verfolge dich, ich kriege dich. Komm her, du. Geh mal Abkürzung. Ich verfolge dich, ich kriege dich. Wir können ganz schön lange sprinten, aber eigentlich fällt mir gerade mal auf. Und er wird irgendwie immer schneller. Da war auch eine Mission gerade, das habe ich gerade gesehen. Sind wir in dem Skaterpark. Sehr interessant. Ach komm, klammern wir uns ein Auto hier und los geht's. Wir haben natürlich am Anfang. Toll, er bleibt einfach stehen. Wir haben am Anfang natürlich keine Waffen, die müssen wir uns irgendwie erspielen oder keine Ahnung. Ich glaube, es bis jetzt auch noch nicht rausgefunden. Aber wenn ihr Bock habt auf dieses Game, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Mich würde es mal einfach freuen, wenn ihr irgendwas darüber zu wissen. Ob ihr darüber über sowas Lust habt. Ich zeige euch erstmal ein bisschen kurz was. Sagt noch so ein bisschen was, ein paar Sachen zum Spiel. Und wir sind gerade mal um die Kurve gedriftet. Ja, in welcher Stadt das allerdings spielt, das kann ich euch nicht sagen, weil es ist irgendwie ganz komisch gemacht hier. Ja. Die Bremse ist ja auch hervorragend, da latscht man rein und schon bremst das Ding wie sonst was. Ja, irgendwie werden wir uns schon herausfinden. Ich möchte mal von euch wissen, wie ihr euch das bis jetzt, das ist so das erste Game. Bäm. Keiner hält mich auf. Ich wundere, dass er nicht ausgestiegen ist. Den anderen habe ich außerdem einen Unfall gebaut gehabt, da ist er ausgestiegen und hat mit der Pumpgun hier. Ich habe 2 Sterne. Boah, da kommen sie gleich alle an mit der. Scheiße. Jetzt bin ich doch tatsächlich schon wieder gestorben. Es ist aber geil, gell? Wir sterben oder wir machen, bauen Scheiße und es kommen gleich alle, wirklich alle an und wollen dich verprügeln, wollen dich erschießen und keine Ahnung was. Und es kam schon wieder eine Werbung. Naja, okay. Gut, wir sind jetzt schon zum zweiten Mal gestorben in der Folge. Wenn ihr Bock habt auf dieses Game, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, sagt was dazu, wie es euch gefällt, ob ihr vielleicht mehr davon sehen wollt, ob ihr vielleicht auch eine Mission spielen wollen oder wie auch immer. Was ist denn da vorne los? Ich sehe es auf der Karte, da blinkt es gerade rot-blau. Es geht ab. Ach, Polizeiwagen. Wo hat denn er geparkt? Hey, ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab doch jetzt gar nichts gemacht, du dämlicher Bulle. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ich kam aus dem Krankenhaus raus und habe nichts gemacht. Was soll denn das? Also das finde ich jetzt nur echt frech. Zum Kotzen, Junge. Ich habe nicht mal was gemacht hier. Säcke. Schießt er mich einfach ab. Ich glaube, es geht wohl los.